Der Film über Helmut Spanners erste Bilder, erste Wörter war einer der ersten Filme, die ich gemacht habe. Damals konnte ich es noch nicht so gut auf den Punkt bringen, warum dieses Buch das wichtigste erste Bilderbuch ist. Ich will es jetzt noch einmal ganz kurz deutlich machen, indem ich diese Küchenseite aufschlage und noch einmal zeige, was der Unterschied ist zwischen schlecht gemachten Bilderbüchern und diesem genialen Streich, in dem Helmut Spanner für Kinder die Welt wirklich abbildet. So, dass sie sie wiederfinden für sich als Teil ihrer selbst. Was ist eine Tasse? Wenn ich dieses Spiel bei meinen Seminaren mit den Eltern spiele, dann kommt ein großes Rätselraten, bis man herausgefunden hat, dass eine Tasse ein Gefäß für eine heiße Flüssigkeit ist. Deshalb braucht die Tasse im Gegensatz zum Becher einen Henkel. Sie braucht auch eine Untertasse, weil sie sonst schwitzt. Und der Meister der Materialien hat hier natürlich auch eine Porzellantasse gezeichnet, weil Porzellan das Material ist, das am besten die Hitze innen hält und nach außen am schwächsten abgibt. Nur so viel zu diesem einen kleinen Detail. Und jetzt hat ein anderer Verlag, nämlich Oberste Brink, diese allerersten Mausebücher, zum Beispiel Die Maus entdeckt das Badezimmer, neu gemacht als allererste kleine Bücher, in denen diese kleine Maus nun anfängt, erstaunliche, aufregende Dinge zu entdecken. Zum Beispiel, dass man Seife nicht essen sollte, sondern dass sie schäumt und zum Waschen gehört. Oder dass hier dieser Stöpsel natürlich ganz wichtig ist fürs Waschbecken und nicht verloren gehen darf. So viel zum Thema Badezimmer, aber auch die Küche entdeckt die kleine Maus und schlüpft hier in einen Trichter, der übrigens auch hier ganz wichtig ist. Da taucht er nochmal auf. Tja, wozu braucht man einen Trichter? Man braucht ihn ganz dringend, weil man manchmal ja etwas in eine Flasche füllen will. Und dass man nicht alles daneben kleckert, das merken alle, die genau immer alles verstreuen. Also im Sinne von Küche. Aber auch der kleine Bär, der sich anzieht, oder die kleine Maus, die überhaupt das ganze Haus entdeckt. Und darin gibt es natürlich Bilderbücher und lauter Dinge, die man wirklich wiedererkennen kann. Das Besondere an Helmut Spanner Illustrationen ist, dass er so naturalistisch und also klar und deutlich zeichnet, auch was die Perspektive anbelangt, dass die Bilder für die allerkleinsten Kinder lesbar sind. Und für die, die das auch noch brauchen, dass man damit spielen kann, also dieses berühmte Kuckuckspiel, haben wir hier das Fläschchen mit den Keksen und die kleine Maus, die daran knabbern darf. Oder eben das Zähneputzen, was ja auch schon für die ganz kleinen Kinder wichtig ist, auch wenn das erst die Erwachsenen machen und man selber noch nicht, weil man noch gar keine Zähne hat. Jedenfalls Helmut Spanner ist der einzige Illustrator, der wirklich die Kinder in den Mittelpunkt setzt. Das ist sein Genie. Man kann es nicht oft genug sagen. Vielen Dank.